Jo Leute, heute wieder 5 Shortcuts, wieder in der Special Edition, alle sind ohne Pilze. Naja, mittlerweile ist das dann ja eigentlich keine Special Edition mehr. Allerdings sind heute die meiner Meinung nach 2 schwersten Abkürzungen im Spiel dabei. Aber wie immer gehen wir alle Step für Step durch und messen dann die Zeit. Vorherige Parts auch unbedingt abchecken, habt auch eine Playlist für erstellt. Und für einen neuen Part, Like und Abo, ihr wisst wie es läuft. Ihr wisst Bescheid. Und let's go! Die erste Shortcut für heute ist auf der Strecke Polarkreis Parcours. Und zwar handelt es sich hier um eine Doppel-Shortcut. Im Endeffekt gibt es bei dieser Abkürzung mehrere Möglichkeiten, diese zu nehmen. Ich zeige euch heute aber die schnellste Variante. Bevor ihr die Shortcut allerdings nehmt, solltet ihr am besten die gelbe Spur nehmen, beziehungsweise auf diese wechseln. Ich fange dann ungefähr hier einen Drift nach rechts an. Dann steuere ich auf die Rampe drauf zu. Hier kann ich wieder ruhig einen roten Drift rausholen. Den setze ich auch kurz bevor ich auf das Eis aufkomme ein. Wichtig ist hierbei, den Winkel zu beachten, dass ihr den richtig ausrichtet. Denn ihr müsst beim Landen auf der zweiten Rampe möglichst weit links landen. Ich springe dann von der linken Seite der Rampe ab und steuere auf die zweite Shortcut zu. Sobald ich dann gelandet bin, fange ich einen Linksdrift an. Wäre ich jetzt vorher zu weit rechts abgesprungen, würde ich entweder gegen die Bande knallen oder hätte keinen guten Winkel für den Drift danach. Dann hole ich hier einen blauen Drift raus, mache dann einen Stunt und mache dann noch einen Stunt und bin wieder auf der Fahrbahn. Am wichtigsten bei dieser Shortcut ist an sich, dass ihr die zweite Rampe möglichst weit links nehmt und danach einen Linksdrift macht. Ein Item bekommt ihr bei dieser Shortcut auch, allerdings nur ein einzelnes und Zeit würde man ca. 1,2 Sekunden sparen. Der nächste Shortcut ist wieder eine Doppel-Shortcut und zwar auf der Strecke Big Blue. Dies ist wieder eine recht einfache Shortcut. Nehmt in der letzten Runde auf der Strecke die lilane Spur und ich setze dann kurz vor dem ersten Boostpad auf der Spur einen Linksdrift an, sodass ich möglichst direkt hinter dem Ende der Bande die Spur wechsle und runtergleite. Dann setze ich nach dem Landen direkt wieder einen Drift nach links an und verlasse wieder nach der Bande die Spur und gleite wieder zurück auf die lilane Spur. Hier könnt ihr auch wieder so lange den Drift halten, dass ihr einen roten Boost rausbekommt. Ein Item verpasst ihr bei dieser Shortcut nicht und sparen würde man im Vergleich ca. 0,4 Sekunden. Das ist nicht viel, allerdings ist die Shortcut auch recht easy. Der nächste Shortcut ist schon etwas schwieriger und zwar ist dieser auf der Strecke Bowser's Festung. Und die große Schwierigkeit ist hierbei, ähnlich wie bei der Vulkangrollen-Shortcut, dass sie eben nicht immer funktioniert. Diesmal ist es allerdings nicht rundenbasiert, sondern es kommt darauf an, wann Bowser seine Faust auf die Fahrbahn schlägt. Ich nehme aber zuerst mal die linke Spur. Und ihr könnt euch ungefähr merken, dass wenn Bowser zum Schlag ansetzt, dass ihr dann im richtigen Timing seid. Ich fahre dann zuerst mal ganz normal über das Boostpad. Allerdings halte ich mich da schon auch etwas weiter rechts, sodass ich danach dem Boostpad in einen schönen Rechtsdrift ansetzen kann. Dann verlasse ich auf dieser Bodenwelle hier die Fahrbahn. Hier kann der Punkt auch immer etwas variieren, denn ich mache dann auf der Bodenwelle, die durch Bowsers Faust ausgelöst wurde, einen Stunt. Dadurch fliege ich dann sehr, sehr weit. Ihr seht ja, wie verdammt knapp das gewesen ist, als ich gelandet bin. Das ist nicht immer so, denn wenn die Bodenwelle etwas weiter vorne ist, dann wird es auch nicht so knapp hinten raus. Und lohnt sich die Shortcut? Ihr verpasst bei der Shortcut kein Item und sparen würdet ihr ca. 0,4 Sekunden, also auf jeden Fall machbar. Kommen wir jetzt aber mal zur zweitschwersten Abkürzung im Spiel. Und zwar ist diese auf der Strecke Große Drachenmauer. Ihr könnt hier nämlich, wenn ihr aus dem Drachen raus seid, die zweite Rechtskurve komplett skippen. Der Shortcut ist richtig schwer, da man auf viele Sachen achten muss. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Ich hoppe zuerst mal im Drachen nach links, dadurch bekomme ich einen besseren Winkel. Dann fange ich bei der Mittelmarkierung einen Rechtsdrift an. Ich drifte dann möglichst weit zur linken Bande hin und fange dann kurz vom Ende der rechten Bande einen Softdrift an. Also ich neige den Control-Stick auf 30 Grad. Was genau ein Softdrift ist, habe ich im vorherigen Teil erklärt. Hier ist ganz, ganz wichtig, dass ihr den konstant durchführt, denn ihr braucht einen lila Boost. Falls ihr es nicht schafft und den Boost zu früh abbricht oder den lila Boost zu spät einsetzt, ja, dann habt ihr schon verkackt. Ihr dürft wirklich ab diesem Zeitpunkt bis zu diesem Punkt hier den Control-Stick aus der 30 Grad Richtung nicht mehr wegbewegen. Deshalb achtet auf meine Position. Aber fahren wir fort. Bei der rechten Mittelmarkierung lasse ich dann den lila Boost los. Allerdings ist er so knapp bemessen, dass ihr an sich keinen Punkt braucht und den lila Boost sofort einsetzt, wenn ihr ihn habt. Sollte das allerdings nicht zu diesem Zeitpunkt sein, habt ihr höchstwahrscheinlich schon verkackt. Ihr seht, man verkackt ziemlich häufig. Dann mache ich nach dem Auflösen einen Hop nach links und warte wirklich ganz kurz, bis ich dann möglichst weit links einen Drift nach rechts einsetze. Ich drifte dann auf den Bereich nach der Bande drauf zu und löse dann kurz nach dem Verlassen der Fahrbahn den blauen Boost ein. Deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr einen lila Boost vorher bekommt, da ihr sonst keinen Boost für den Absprung hinterher habt. Tja, und danach ist es eigentlich an sich recht einfach,
Ihr fliegt dann einfach ganz weit und landet dann so wie ich wieder auf der Fahrbahn. Am besten steuert ihr dann möglichst nach rechts, damit ihr nicht gegen die Bande knallt, allerdings sollte das logisch sein. Lohnt sich denn die Shortcut? Ihr verpasst bei der Shortcut kein Item und wenn man sie nehmen kann, lohnt sie sich sicherlich. Allerdings ist sie schon sehr, sehr schwer. Deshalb üben, üben, üben und kommen wir mal zur Zeit, denn ihr spart da circa 1,3 Sekunden. So, wenn das gerade eben die zweitschwerste Abkürzung war, dann ist das hier wohl die schwerste Abkürzung. Und zwar müsst ihr an sich einfach nur den Pilz kurz vor dem Rasen einsetzen und dann einen Stunt machen. Kleiner Spaß. Der Shortcut ist zwar auf der Strecke Yoshis Piste, sogar in der gleichen Position, also unter diesem Wasserfall durch, aber halt ohne Pilz. Vorab, ich saß sicherlich 2 Stunden daran, bis ich das erste Mal die Shortcut geschafft habe. Danach kriegt man sie eigentlich recht konsistent hin, aber sie ist trotzdem noch recht schwer. Ihr solltet bei neben dieser Shortcut auch am besten 10 Münzen haben, weil sonst die Shortcut fast unmöglich ist. Zumindest denke ich das und dass es dann viel mehr mit Glück zu tun hat, als mit irgendwas anderem halt. Fangen wir aber mal bei der Startlinie an. Ich mache jetzt erstmal einen Rechtsdrift. Hier hole ich wieder ruhig einen roten Driftboost raus. Diesen Boost setze ich dann auch schon recht früh ein, damit ich hinterher für den Linksdrift einen besseren Winkel habe. Ich mache dann auf jeden Fall einen Linksdrift. Und hierbei ist es wichtig, dass ihr euch merkt, wann ihr den Linksdrift auflösen müsst. Und zwar bei der mittleren Fahrbahnmarkierung. Zeitgleich solltet ihr euch auch am besten die Höhe merken. Und zwar beim Ende der weißen linken Fahrbahnmarkierung. Dann fange ich auch direkt einen Rechtsdrift an und drifte dann möglichst weit zur linken Fahrbahnmarkierung. Sobald ich dann wieder bei der weißen Fahrbahnmarkierung bin, mache ich wieder einen Softdrift, um dann noch schneller den Driftboost zu bekommen. Den muss ich dann sogar noch vor der mittleren Fahrbahnmarkierung auflösen. Direkt nach dem Auflösen hoppe ich einmal ganz normal, um mich auszurichten, mache dann nochmal erneut einen Hop kurz vor dem Rasen und lege dann wieder einen Megasprung hin. Wichtig ist hierbei, dass die beiden Sprünge nicht direkt hintereinander erfolgen, sondern dass wirklich ein ganz kurzes Intervall dazwischen ist, in dem ihr eben nicht hoppt. Das werdet ihr auch merken, wenn ihr nämlich alles richtig gemacht habt und den Stunt schafft, aber den Sprung trotzdem nicht schafft. Dann liegt es nämlich höchstwahrscheinlich genau daran. Lohnt sich denn die Shortcut? Ein Item verpasst ihr bei dieser Shortcut wieder nicht und gleichzeitig spart ihr ca. 1,3 Sekunden. Wie auch bei der vorherigen Shortcut schon gesagt, sind beide sehr, sehr schwer und Fällen ist ja eigentlich vorprogrammiert. Aber bei beiden gilt wieder üben und dass ihr nicht so schnell aufgebt. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr die beiden Shortcuts geschafft habt. Und bei Fragen immer gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat und ihr einen weiteren Teil nicht verpassen möchtet, Abo und Like und so. Und checkt auch gerne die anderen Videos ab und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und haut rein!